Junge, er hackt ja wirklich einfach. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es dann okay finden würdet, wenn er dann auf einmal mit Autoklicker spielt, weil er halt davor auch, sag ich mal, diese CPS-Zahl hatte und sich dann halt nicht so einfach umgewöhnen können, oder halt, ob ihr das auch nicht okay findet. Weil es ist halt eigentlich immer noch gegen Kommentare. Ja, wir haben ein ganz besonderes Thema, und zwar seht ihr schon im Titel 10k YouTuber Busted. Und um wen es genau geht, sage ich jetzt erstmal, und zwar geht es um den YouTuber Vesux. Ich habe leider im Video gesagt, der Randy, weil ich die gerade so ein bisschen verwechselt habe. Es war auf jeden Fall Vesux und nicht der Randy, weil ich die beide einfach verwechselt habe, weil ich die beide nicht mag, aber ja, weiter geht's. Ja, 10k, kann man jetzt vielleicht sagen, ja, schlechtes Aufrunden so, nein, aber das bedeutet natürlich nur, dass er 10 Kills in der BW-Runde gemacht hat, ich meine, ist doch klar. Und ja, das ist halt ein CWW-YouTuber, der eine verbotene Sache hat. Ich spiele, glaube ich, nächste Runde auf jeden Fall nicht Heads, weil ich hier ziemlich starke FPS-Drops meistens habe. Ich weiß nicht, woran das übrigens bei der Map liegt, aber ich habe gerade einfach solche starken FPS-Drops. Und ja, ich habe wie gesagt einfach überhaupt keinen Plan, woran das liegt. Diese Map hier ist einfach bar. Ich habe hier einfach nur die mega FPS-Drops. Bei Poi schießt der Kopf, oh Gott, der hat gar kein Bett mehr, aber Poi schießt der Kopf irgendwie ein bisschen anders. Können wir diesen Hit bitte noch einmal Zeit übersehen? Leute, in dem Video soll es darum einfach gehen, dass so ein 10k-YouTuber hackt und ich bekomme einfach gerade den 6. Double-Hit. Oder was war das bitte? What the fuck? Ja, und zwar geht es um den Vesux. Und zwar hat er nämlich mit Autoklick-Aufgaben gespielt. Er hat es auch in dem Video gesagt, ich werde die Szene jetzt mal nicht einblenden. Wenn er was dagegen hätte oder sowas und sagen würde, hey, ich habe nicht mit Autoklick gespielt, dann kannst du das gerne sagen, aber er hat es halt, sage ich mal, im Video zugegeben. Dafür hatte er halt den Grund, dass ihm, oder dass er irgendwas an der rechten Hand oder irgendwas hat. Dass er da halt irgendeine Sehnenentzündung hat oder keine Ahnung, irgendwas mit der Sehne auf jeden Fall. Und dass er deswegen halt nicht richtig klettern konnte oder überhaupt nicht richtig klicken konnte. Und deswegen hat er halt auf der rechten Maustaste mit Autoklicker gespielt. Mit irgendwie seiner Ausrede halt, es waren ja nur so viel CPS, wie er auch so schaffen würde. Und es ist ein bisschen schade, dass ich auf dieser Map irgendwie solche FPS-Drops habe, aber ich weiß halt einfach nicht, warum ich auf dieser Map diese FPS-Drops hier habe. An dich und lol, haben viele Leute weg. Und ja, er hat halt einfach mit Autoklicker gespielt, hat auf die CPS halt, die er selber hat, und es ist halt trotzdem einfach verboten, auf Gombe mit Autoklicker zu spielen. Seine Meinung oder seine Sache war halt, dass er wegen der Hand halt nicht damit spielen, also nicht ohne Autoklicker spielen konnte, und er halt wirklich nur diese CPS-Zahl gemacht hat, die er auch sonst gemacht hätte, ohne die Verletzung, sage ich mal. Aber ich finde es halt wirklich immer noch nicht nötig, also dass er damit Autoklicker spielt, weil da muss er sich halt dran gewöhnen, einfach mit gedrückt halten zu spielen, weil es ist ja auch nicht unmöglich. Wir sehen ja zum Beispiel Leute wie, I don't know, Minimi Checker oder so, die machen das eigentlich auch mit
One-Click oder sowas oder halt mit gedrückt halten. Und da sollte man sich wirklich einfach nur an die Sache dran gewöhnen, dass man das halt dann mit gedrückt halten macht. Aber ich finde es halt trotzdem nicht okay von diesem YouTuber, dass er nur mit Autoclicker spielt. Auch wenn er ihn halt, sage ich mal, niedrig einstellt und nur so seine CPS-Zahl einstellt, die er auch so geschafft hätte. Finde ich halt trotzdem, ist es immer noch Autoclicker und ist es halt trotzdem auch noch verboten. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet, ob ihr das okay findet, wenn er wirklich seine CPS-Zahl, also wenn er mit Autoclicker spielt und dann seine CPS nur so einstellt, wie viele CPS auch hat. Und ja, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das. Oh Gott. Also könnt ihr gerne reinschreiben und könnt ihr ja gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, weil ich glaube, da wird es auch eine sehr gemischte Meinung geben. Ob es für euch okay wäre, wenn dieser Typ dann mit Autoclicker spielt oder dieser YouTuber mit Autoclicker spielt, weil er halt so diese Verletzung hat oder ob er sich dann einfach umgewöhnen sollte und dann halt so ein bisschen mit gedrückt halten spielen sollte. Also ein bisschen lernen mit gedrückt halten zu spielen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es dann okay finden würdet, wenn er dann auf einmal mit Autoclicker spielt, weil er halt davor auch, sage ich mal, diese CPS-Zahl hatte und sich dann halt nicht so einfach umgewöhnen können oder halt ob ihr das auch nicht okay findet, weil es ist halt eigentlich immer noch gegen die Komma-Regel. Und da hätten wir den Anti-Stomp geschafft, hätte er früher den Hit gegeben. Und ja, da bin ich wirklich ein bisschen auf eure Meinung gespannt, weil es ist immer noch gegen die Komma-Regeln. Er hat halt immer noch was Verbotenes gemacht, das ist auch theoretisch oder ist halt eigentlich wirklich wann mal was er gemacht hat. Und es gab jetzt, sag ich mal, keinen Beweis. Er hat halt in dem Video gesagt und man hat auch halt gehört so, dass er mit Autoclicker gespielt hat. Und er hat es halt auch, sag ich mal, zugeben und gesagt, ja, weil seine Hand oder weil er halt gerade nicht mal klicken könnte. Deswegen hat er mit Autoclicker gespielt. Meiner Meinung nach müsste er sich dann halt dran gewöhnen, dass er so ein bisschen ohne Autoclick, also dass er einfach nur mit One-Click spielt und gedrückt halten. Und ja, daran müsste er sich halt eigentlich einfach nur gewöhnen meines Erachtens nach. Und trotzdem finde ich es immer noch unfair, wenn er dann einfach mit Autoclicker spielt. Aber ich bin da wirklich auf eure Meinung so ein bisschen gespannt. Und ja, noch ein Thema, was ich ansprechen will, ist ein, sag ich mal, sehr komisches Thema. Es ist halt eigentlich nur so ein bisschen aus Joke gemeint, und zwar Autogrammkarten. Und zwar habe ich dann nämlich, also da hatte jemand halt sowas mit geretweetet, dass halt so ein Typ, der hat auch irgendwie für Tribunio so Autogrammkarten gemacht. Und da könnt ihr mal wirklich reinschreiben, wie würdet ihr es finden, wenn ich aus Spaß wirklich bei ihm so Autogrammkarten holen würde. Denn er wird halt wirklich so ähnliche Autogrammkarten halt wie diese hier machen und dass man einfach mal wirklich aus Spaß so eine Autogrammkarte oder so hat. Ich werde jetzt nicht so eine Scheiße wie Merch rausbringen oder sowas, also was heißt so eine Scheiße, aber ich werde es jetzt auf jeden Fall noch nicht rausbringen, weil es einfach meine Sachen sind noch viel zu früh für sowas ist und ich will euch also sowas wie Merch oder so jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe halt selber noch keine Lust irgendwie Merch zu bringen oder sowas und das werde ich jetzt auf jeden Fall nicht droppen. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und ach Gott. Bin einfach so ein bisschen gegen den Block gebackt und dann einfach deswegen noch runtergelaufen. Und keine Ahnung, ich würde es dann halt einfach, weil ich dieses Jahr das erste Mal übrigens noch auf die Gamescom gehe, was man noch sagen könnte. Ja, bitte auf dich zu stacken, Mate. Down. Und weil ich war wirklich noch nie auf der Gamescom oder sowas und habe mir halt vorgenommen, oder was heißt vorgenommen, ich will halt eigentlich dieses Jahr auf der Gamescom gehen. Ich habe auch schon eine Karte halt für Samstag, also für Samstag zur Gamescom. Und oh Gott, ich habe gerade gar keine Aiming. Also ich habe eine Karte für Samstag bei der Gamescom, ich werde auch keinen anderen Tag dahin gehen, also ich werde nur samstags halt zur Gamescom gehen und da hat er ja NextFate auch mal sowas mit Autogrammkarten gemacht. Da hat er das dann einfach seinen Zuschauern so ein bisschen aus Jokes auf per Twitter zugeschickt. Also NextFate hatte das ja auch mal gemacht, der hatte dann irgendwie so Autogrammkarten gemacht und hatte das den Leuten halt zugeschickt, so ein bisschen aus Fun. Und da könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet, wenn ich halt sowas auch machen würde. Also ebenso solche Autogrammkarten aus Joker zu machen würde und die halt einfach so ein paar Zuschauer oder so schicke, die halt da Lust drauf hätten, keine Ahnung. Oder wer wirklich sagt, ja, es war so ein kleiner Joker oder sowas, oder so Autogrammkarten, so, es war lustig gemeint oder so, aber nee, würde ich überhaupt nicht feiern. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock hättet, oh Gott, Junge, komplett outdate, ob ihr Bock hättet irgendwie solche, auf solche Autogrammkarten, dann halt so ein bisschen aus Joke, die man dann halt auf der Gamescom am Samstag oder so, vielleicht, wenn man an den einen oder anderen mal von euch trifft, dass man da halt solche deine Autogrammkarte, sag ich mal, hat und ich will die Runde jetzt. Also nicht falsch verstehen, ich finde sowas wie Autogrammkarten ist einfach mega nicht nötig, also bei mir auf jeden Fall. Aber ich wollte es halt trotzdem vielleicht mal aus Jokes so ein bisschen so bringen, dass man den Leuten dann halt so eine, sag ich mal, per Post oder so zusendet, so ein bisschen. Oh Gott, ich hasse diese Spawn Protection. Und diese Spawn Protection bringt halt gegen Abuser nichts, weil sie abusen trotzdem schon auf diesen Typ, der auf dem Spawn steht, bekommt trotzdem keinen Lock. Und ja. Zack, runter mit dir. So, runter mit dir. Und ja, ist halt wie gesagt so ein kleiner Joke und ich werde gleich noch so ein bisschen auf dem Browser eingehen, weil ich habe da so einen Kommentar bekommen. Das ist halt der und der YouTuber hacken sollte mal. Und den gucken wir uns gleich so ein bisschen an. Schau bei Quatrix Video an.
Wollt eine dicke Lippe riskieren. Bei 340 sind es 100% Hex. In Klammern Range. Traurig, mit der Reichweite noch cheaten zu müssen. Deine Nase. Oh! Oh. Ja, ah. Nice, hab ihn. Junge, er hackt hier wirklich einfach. Okay, das war natürlich nur für Spray and Roll. Ah, oh Gott, Leute, mich fucken solche Leute ab, die einfach random zu irgendwelchen Leuten sagen, dass sie hacken, wenn sie einfach überhaupt keine Ahnung haben. Gott, ich find's allgemein lächerlich, wenn man irgendwelche YouTuber beweislos Hack-Use hatet oder sowas. Es gibt ja bei mir auch unzählige Hack-Use-Hates, wo Leute sagen, hey, du hast damals in, was weiß ich, Naturfront reingehackt, du hast damals da reingehackt. Nein, ich habe im CW oder sowas oder allgemein nie irgendwie oder Videos oder whatever nicht reingehackt. Und es gibt immer noch die Leute, die sagen, ja, du hast selber damals gehackt. Ich habe damals auch nicht gehackt. Ich war zwar in einem Hackerclan, ich war in Naturfront. Und da kann man wirklich sagen, dass sowas wie GammelNF oder sowas einfach nur die größte lächerliche Scheiße ist, der einfach nur mit Invis und sowas reingehackt hat. Aber ich selber habe nie irgendwie mit Invis oder sowas gespielt und nur weil ich in einem Clan war, wo halt so ein Hacker drin war, was ich aber auch erst später realisiert habe, habe ich selber nicht gehackt. Also von der Sache, ah, mich ringen solche Leute einfach auf, die random zu irgendwelchen YouTubern sagen, der hackt, der hackt, der hackt. Wenn ihr einfach überhaupt keine Ahnung habt, dann lasst es bitte einfach sein. Und ja, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.